Herzlich willkommen im Podcast Bewusst bei mir für Frauen im Business. Als Business Coach und Medium zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Gespüri ausbilden, Ihre Energien kanalisieren und vor allem sich selbst liebevoller ernst nehmen. Ja, in der Episode Nummer 28 befassen wir uns mit dem Thema Macht. Auch etwas, was unsichtbar ist, etwas nicht Fassbares, könnte man meinen. Aber definitiv etwas, wovor wir uns meistens unbewusst drücken und womit wir lieber nichts zu tun haben möchten. Warum und was wirklich hinter dem Thema Macht stecken könnte oder vielleicht sogar tut, möchte ich in dieser Episode eingehen. Und zwar lese ich Ihnen wie immer zuerst meinen Blogbeitrag vor und im zweiten Teil gehen wir ein wenig in die Tiefe. Wo ich definitiv noch in die Tiefe gehen werde, ist am Montag, am 2. Mai. Am Abend findet wieder mein Webinar Bewusst bei mir statt. So genau diesem Thema. Würde mich freuen, wenn Sie mit dabei sind. Drei Zeichen, dass Sie Ihre machtvollen Fähigkeiten nicht ansatzweise nutzen. Vor ein paar Jahren bin ich im Rahmen meiner Weiterbildungen auf das Werk von Charles F. Hanel gestoßen, das Master Key System. Es ist eine der genialsten Bücher, die ich je über die universellen Gesetze gelesen habe. Das meiste seiner Lehren kannte ich schon und ich durfte sie von einer ganz neuen Seite wahrnehmen, andere Übungen kennenlernen und meinen Horizont noch mehr erweitern. Was mich jedoch am meisten getriggert hatte, war ein bestimmtes Adjektiv folgender Affirmation. Ich bin ganz, perfekt, stark, mächtig, liebevoll, harmonisch und glücklich. Mächtig. Ich bin mächtig? Oh nein, ich bin nie mächtig und will es auch nie sein. Das waren meine ersten, auch meine zweiten und dritten Reaktionen, wann immer ich die Affirmation las. Es ging so weit, dass ich diesen Satz ohne dieses böse Wort aufnotiert hatte und monatelang ohne es arbeitete. Aber natürlich musste ich trotzdem immer daran denken. Mächtig. Warum soll ich mächtig sein? Dass ich perfekt bin, das hatte ich schon begriffen. Es war mir klar, dass ich perfekt bin, weil ich auch meine unperfekten, meine dunklen Seiten in mir akzeptieren und annehmen kann. Aber warum soll ich mächtig sein? Wer bin ich denn? Ich bin doch keine, die andere überrollt, andere herumdirigiert, andere missbraucht. Aha. Und schon hatte ich meine Themen. Meine ureigene Verknüpfung mit den Worten Macht und Mächtig waren mir unangenehm. Und so begann ich tapfer, mich auf meine individuelle Reise hinter diesen Worten zu machen. Was nach Auflösung meiner Prägungen blieb, war die Frage, was bedeutet Macht und Mächtig denn im natürlichen Sinne? Was könnte der Autor des obigen Buches damit meinen? Ich bestellte somit eine Lektion, mit welcher ich am besten lerne, nämlich jene, die das Leben schreibt. Die vergangenen Jahre meiner Selbstständigkeit haben mir rückblickend gezeigt, was mächtig zu sein wirklich bedeutet, oder besser gesagt, was es bedeutet, wenn ich
nicht mächtig sein möchte. So wie Schuld nicht existiert, sehr wohl jedoch die Übernahme von Verantwortung, so ist es auch mit der Macht. In seine Macht zu kommen, diese auszuleben, bedeutet nämlich nichts anderes als folgende Faktoren: zu sich selber zu stehen, selbstverständlich und natürlich. Sich voll und ganz anzunehmen, mit den Sonnen- wie auch Schattenseiten. Dazu gehört vor allem, sich in aller Gänze anzunehmen, auch die verborgenen Talente und Fähigkeiten. Sich da hinein zu schicken, seine Urfähigkeiten kennenzulernen und auf ihnen spielen zu lernen wie auf einem Instrument. Und schlussendlich auch diese Facetten des Ichs der Welt zu zeigen und auch dazu zu stehen. Warum? Weil ich mich akzeptiere, wie ich auch alle anderen Wesen dieser Erde akzeptiere. Ich darf sein. Ganz. Es geht sogar noch weiter. Ich darf nicht nur sein, sondern ich habe die Pflicht zu sein. Die eigentliche Frage lautet nämlich nicht, wer bin ich zu meinen, mächtig zu sein? Nein, die eigentliche Frage lautet, wer bin ich, nicht mächtig zu sein, meine Fähigkeit nicht zur Verfügung zu stellen? Marianne Williamson hat einen ähnlichen Satz der Welt zur Verfügung gestellt und wurde damit sogar von Nelson Mandela zitiert. Sie sehen diesen wunderbaren Satz von ihr auf meinem Blog als Bild gepostet im Blogartikel über dieses Thema. Ich bin mir sicher, dass Sie mir nun entweder von tiefem Herzen zustimmen, dies, weil Sie einen ähnlichen Weg gegangen sind, oder Sie spüren die Wahrheit in diesen Sätzen und fragen sich, wie erkenne ich, ob ich meine machtvollen Fähigkeiten schon nutze? Eines ist sicher, auch dies ist ein immerwährender Prozess. Wir haben Schritt für Schritt mit jeder unserer Veränderungen auch hier ewig neu die Gelegenheit zu überprüfen, ob wir noch in unserer Macht stehen. Zu uns stehen. Aber folgende drei Zeichen sind ein sicherer Hinweis darauf, dass Sie noch nicht oder nicht mehr in Ihrer wahren Macht stehen. Der erste Hinweis: täglich fühlen Sie Unzufriedenheit. Es ist ein tief in sich bohrendes Gefühl, welches Sie auffordert, etwas zu ändern. Aber Sie tun nichts. Zweiter Hinweis: der Unzufriedenheit können Frustgefühle folgen, weil Sie nichts tun. Sie nehmen Ihre inneren Impulse nicht ernst. Dritter Hinweis: falls Sie schon anschwellenden Ärger oder gar Wut in sich verspüren, egal aus welchem Grund, dies vielleicht sogar täglich und seit längerer Zeit, dann ist die Zeit überreif, sich endlich nach innen zu wenden und sich selbst Achtung zu zollen. Nicht Ihr Arbeitsumfeld, nicht Ihr Chef oder Ihre Businesspartner, nicht Ihr Lebenspartner, auch nicht Ihre Eltern und Nachbarn, nicht die Politik und auch nicht der Verkehr sind schuld an Ihren Gefühlen. Übernehmen Sie endlich Verantwortung für sich selbst. Stehen Sie in Ihre Macht, in Ihre Energie. Stellen Sie fest, was Sie wirklich wollen. Schenken Sie sich dies. Schenken Sie sich, endlich bei sich anzukommen. Machen Sie den einen Schritt, diese eine Entscheidung.
und stehen Sie in Ihre ganze Kraft. Stellen Sie sich Ihren Urfähigkeiten, die jetzt gelebt werden wollen. Zeigen Sie sich selbstverständlich und natürlich, weil Sie es sich wert sind und weil Sie es können. Die Welt wartet nämlich darauf. Ja, liebe Ladies, ich bin mir ziemlich sicher, dass der häufigste Grund, warum wir nicht in unsere Macht, in unsere Kraft stehen und diese umsetzen, ist eine Angst. Die mag sehr wohl oder ist ganz bestimmt immer sehr individuell und auch aus verschiedensten Gründen vorhanden. Und sie hat bestimmt auch irgendwann mal eine Berechtigung gehabt. Aber jetzt nicht mehr. Es ist eine Angst, klar zu sein. Wenn man sich das schenkt, sich selber gegenüber wirklich, wirklich aufrichtig zu sein, dann kann man es auch seinem Umfeld schenken. Weil die Aufrichtigkeit bei sich selber führt dazu, dass man sich komplett und ganz annehmen kann. Und das ist es wohl auch, was Charles F. Hanel mit dieser wunderbaren Affirmation erreichen möchte. Also uns zur Verfügung stellt durch diese Affirmation, dass wir das mit uns selber erreichen können. Uns ganz anzunehmen heißt dann aber auch, dass wir den Menschen gegenüber so auffallen, wie wir wirklich sind. Und das ist wohl die häufigste Angst, die dahinter steckt, dass wir die Macht nicht annehmen. Wir haben Angst, dass man uns dann nicht mehr mag oder denunziert oder wir haben einfach Angst vor Trennung und eine unserer Urängste. Was wir aber nicht wissen in dem Moment ist, wenn wir uns selber wirklich aufrichtig begegnen, wenn wir uns wirklich aufrichtig und ganz annehmen können, dann wird diese Angst vor Trennung irrelevant. Allein das Gefühl, ganz bei sich zu sein und sich in seiner Fülle anzunehmen und umzusetzen, das gibt so das Gefühl, niemals alleine zu sein. Ich weiß, dass mag sich für die eine oder andere jetzt seltsam anfühlen, wenn sie das hört, aber probieren Sie es aus. Sie werden zwar nicht mehr zurück können, denke ich mal. Man hat immer wieder mal einen kleinen Rückschlag auf einem Weg, wohin auch immer, aber hier werden Sie nicht mehr zurückkommen. Weil wenn Sie mal ansatzweise Ihr ganzes Sein gekostet haben, dann möchten Sie es nicht mehr geben. Sie werden sehen, wie wunderbar das ist. Sie werden kennen, wie schön es ist, im Fluss zu sein, mit ihren Urfähigkeiten, mit dem, was sie wirklich ausmacht, mit dem, was sie in diesem Leben den Menschen und der Welt zu geben haben. Und denken Sie jetzt bitte nicht, was habe ich schon zu geben? Lesen Sie stattdessen lieber diesen wunderbaren Satz von Marianne Williamson. Ich kann das gar nicht besser ausdrücken. Jeder hat etwas zu geben, gerade in dieser Zeit. Aber immer schon hatte jeder, mindestens einer Welt, etwas zu geben. Mindestens einem Menschen. Und das war immer schon sehr, sehr wichtig. Hier aber, Ladies, geht's um uns Businessfrauen, um uns Unternehmerinnen. Wir sind ja schon inmitten von Prozessen, wo wir uns mit anderen Menschen
noch auf ganz anderer Ebene befassen, als wenn wir nicht selbstständig wären. Wir kommen in neue Sphären. Zum Beispiel nur die Tatsache, dass wir jetzt für unser Geld selber verantwortlich sind, für unser Überleben selber verantwortlich sind. Und je nachdem, wie lange Sie schon im Business tätig sind, kennen Sie dieses Auf und Ab und die verschiedensten Ebenen allein dieser Thematik in- und auswendig. Aber es bedeutet, in seine Macht zu kommen. Es bedeutet, hinzustehen und zu sagen, da bin ich. Und ich stelle mich mir selber und ich stehe da und stelle mich zur Verfügung. Und ich wünsche mir, angenommen zu werden, so wie ich dich und dich und dich und dich auch annehme. Macht anzunehmen, Macht umzusetzen, mächtig zu sein, bedeutet nämlich nicht, andere zu überrollen oder in eine Trennung zu kommen, andere zu entgeistern, andere zu manipulieren. Nein. Im Zusammenhang mit den universellen Gesetzen, und die spielen immer, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, ist die Basis für solche Themen stets die Aufrichtigkeit, stets der Anspruch, dass wir grundsätzlich niemandem schaden und auch nichts kaputt machen. Es geht immer um Verantwortungsübernahme. Natürlich können wir nicht vermeiden, dass mal etwas kaputt geht oder dass jemand irgendwo Schaden nimmt. Aber es ist ein Paar Schuh, wenn es vorsätzlich ist, und das andere Paar Schuh, wenn es in der Umsetzung von etwas passiert. Und wenn wir realisieren, dass das im Zusammenhang mit uns passiert und wir Verantwortung übernehmen können, dann ist das ja kein Thema mehr. Dann stehen wir hin und bekennen uns dazu. Und ich kann Ihnen sagen, das ist eine solche Erleichterung. Das ist so eine wunderbare Sache. Und in meinen Augen schließt sich hier ein Kreis in der Aufrichtigkeit zu uns selber. Mächtig sein heißt, ich stehe hin, stehe zu mir und ich möchte was bewirken. Und ich habe eine Mission, ich habe eine Vision. Ich stehe so zu mir, dass ich es mir gönne, dass es mir gut geht und dass ich auch weiß, es soll mir auch gut gehen, weil ich sonst meine Mission nicht erfüllen kann. Und diese Mission ist zur Bereicherung der Menschheit. In irgendeiner Form. Und es gibt aber Milliarden Sachen, die wichtig sind, damit wir Menschen so sein können, wie es gedacht ist, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir uns stärken können und vorwärts kommen. Und das ist das Faszinierende. Und jetzt in diesem Leben sind wir jetzt gerade in diesem Moment, in diesem Jahrtausend 2016 sind wir hier und haben diese Aufgabe. Und weil Sie dies hören, oder vielleicht haben Sie den Blogbeitrag gelesen und dann diesen Podcast hier, dann kann ich Ihnen sagen, dann hat es auch mit Ihnen zu tun. Weil ansonsten werden Sie nicht mit diesem Text oder mit diesem Podcast konfrontiert worden. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass, falls Sie es nicht schon getan haben, dass Sie meine Worte wirken lassen und diese Wirkung zulassen und schauen, was es mit Ihnen macht. Und denken Sie nicht, dass Menschen wie ich nur wegen dieser Erkenntnis irgendwie richten oder abwerten oder bewerten. Jeder hat den Stand seiner Entwicklung und jeder geht den Weg seines Prozesses, den er möchte und mal gewählt hat. Und das ist okay und das habe ich nicht zu beurteilen und das hat niemand zu beurteilen. Aber es ist eine meiner Fähigkeiten, einer meiner Teile, die mich rund machen, dass ich
solche Dinge erkenne und weitergebe. Und das habe ich hiermit getan. Und wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie sich noch mehr interessiert, dann melden Sie sich bitte bei mir. Ich habe am Montag, 2. Mai, noch ein Webinar darüber geplant, werde ich am Abend um 20 Uhr durchziehen. Würde mich freuen, wenn Sie da mein Gast sind. Und ansonsten können Sie mich auf meiner Webseite houseofcoaching.ch mit Bindestrichen House of Coaching oder bewusst bei mir mit Bindestrichen.ch können Sie mich da erreichen, mehr über mich erfahren, meine kostenlosen Ressourcen anschauen, downloaden und so mit mir in Kontakt kommen. So oder so. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihr Zuhören. Schön sind Sie hier und ich freue mich auch, wenn Sie wiederkommen und natürlich auch, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen, wenn Sie ihn bewerten mit den Sternen und einigen Worten, weil das hilft mir, bei iTunes im Ranking hoch zu bleiben und dass ich besser gefunden werde. Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ladies, das war's wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und vergessen Sie nicht, Sie sind bewusst bei mir, weil Sie es sich wert sind und weil Sie es können. Ihre Chantal Bérenjacquet.